Damit kommen wir zum Tagesordnung kommunaler Entwicklungszusammenarbeit mit unserer Partnerstadt Brazzaville. Gestatten Sie mir ein paar wenige Sätze zur Einführung zu sagen. Wir haben diese Städtepartnerschaft seit 1975. Im vergangenen Jahr war ich mit einer kleinen Delegation zum ersten Mal offiziell seit fast 40 Jahren wieder in dieser Partnerstadt gewesen. Seitdem hat sich doch eine sehr intensive Zusammenarbeit entwickelt. Gerade im Moment sind zum Beispiel fünf Schauspielerinnen und Schauspieler am TJG und sind herzlich eingeladen am 5. Februar, wenn da eine gemeinschaftliche Premiere im TJG stattfinden wird. Ich glaube, ein einmaliges Projekt, künstlerisch von beiden Städten von Schauspielern gestaltet. Wir haben mittlerweile zahlreiche weitere Projekte, die wir angeschoben haben und reihen uns damit ein in über 800 deutsche Kommunen, die entwicklungspolitisch zusammenarbeiten auf lokaler Ebene. Und bei uns steht im Wesentlichen im Mittelpunkt, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben für die Menschen vor Ort. Da stehen im Mittelpunkt, und das wird auch im Mittelpunkt unseres Delegationsbesuches jetzt im Februar sein, dass wir das Thema Schulaustauschprojekte voranbringen wollen. Wir wollen ansetzen, das, was unsere Hilfsorganisation Arche Nova bereits vor 10 Jahren umgesetzt hat, nämlich Brunnenbauten für Schulen, Schulsanierungen auch in Brazzaville zu bringen. Wir wollen die Projekte unterstützen, die zur Eigenversorgung gerade mit eigenen Gärtnern einhergehen. Wir wollen einen Beitrag dafür leisten, dass nie einfach der Müll da einfach in die Landschaft gekippt wird. Und wenn wir heute auch uns intensiv über das Thema Klima unterhalten haben, vielleicht ist den wenigsten bewusst, die zweitgrößte Lunge der Welt ist das Kongo-Becken. Und auch hier hat endlich auch die Bundesregierung erkannt, über die GEZ und wird da zweistellige Millionenbeträge zur Verfügung stellen, um diesen Regenwald zu erhalten. Und wir sind dabei, auch hier die Gespräche zu führen mit unseren Kompetenzen der tropischen Forstwirtschaft an der TU Dresden, uns hier aktiv in diese Arbeit mit einzubringen. Berufsschulausbildung sind Thematiken, über die wir sprechen, und auch der Austausch fachlich bei Jugendorchestern. Um nur einige Beispiele zu nennen, ich habe mit dem Entwicklungshilfeminister Herrn Müller gesprochen, um uns auch da den Support zu holen der Bundesregierung für unsere Arbeit. Und ich sehe unseren Beitrag, den wir leisten, den bewusst, und ich habe das auch deutlich nochmal in die Vorlage hineinschreiben lassen, sehr bescheidener ist. 0,01% unseres Haushaltes. Der im Wesentlichen dafür auch beitragen soll, Projekte anzuschieben, auch Eigenmittel für Fördermittel darstellen zu können und wie gesagt Hilfe zur Selbsthilfe zu machen. Es würde mich ausgesprochen freuen, wenn Sie diesen Weg Ihre Unterstützung geben können und wir heute damit ein deutliches Zeichen auch von unserem Engagement über unsere Stadtgrenzen hinaus setzen können. In diesem Sinne, Ring frei für die Diskussion. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dresden hat viele Partnerstädte, aber es gibt eine ganz besondere darunter in Afrika, Brazzaville. Das kann nicht jede deutsche Stadt sagen, dass sie eine Partnerstadt in Afrika hat. Mit so einer Partnerstadt in Afrika sind aber ganz besondere Herausforderungen an die interkulturelle Zusammenarbeit verbunden. Wir müssen uns, denke ich, klar machen, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht nur eine Sache für Regierungen und eine GTZ und ähnliche Organisationen ist, sondern Entwicklungszusammenarbeit lebt vom Austausch der Menschen. Und das geschieht am besten auf kommunaler Ebene. Städtepartnerschaften sind dazu ein wunderbares Instrument. Aber man muss sie mit Leben erfüllen. Und das hat die Landeshauptstadt Dresden in den letzten Jahren versucht, eine Partnerschaft, die ja noch aus DDR-Zeiten stammt,
wieder mit Leben zu erfüllen. Und es hat inzwischen ja auch mehrere gegenseitige Besuche gegeben. Wir haben vor gar nicht so langer Zeit die Delegation aus Brazzaville hier gehabt. Es hat, glaube ich, vor 2 Jahren auch eine Delegation des Stadtrates gegeben, die nach Brazzaville gereist ist. Wir haben danach auch davon gehört. Also das sind schon Zeichen, dass da einiges in Gang gekommen ist. Und ich selber habe nun die besondere Freude und auch Ehre, in 14 Tagen mit dem Oberbürgermeister, mit 3 anderen Stadträten und mit einer ganzen Menge Menschen aus der Zivilgesellschaft in Dresden nach Brazzaville zu fliegen. Mit dem Zug kann man leider nicht dahin fahren, Herr Genschmann. Sonst hätten wir den Zug genommen. Ja, das ist so. Ja, ich habe bewusst gesagt, zu fliegen. Ja, okay. Was werden wir dort tun in dieser Woche in Brazzaville? Nun, wir werden uns sehr genau mögliche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit anschauen. Der Herr Oberbürgermeister hat schon darauf hingewiesen. Ich möchte besonders erwähnen, es geht dort um den Bau einer Straßenbahnlinie. Muss ich immer klar machen, Brazzaville ist eine Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern. Also da gibt es natürlich dann auch eine ganze Menge Verkehrsprobleme, eine Bevölkerungsdichte von 18.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Das muss man also erstmal bewältigen. Also eine Straßenbahnlinie. Es geht um ein Projekt zum Abfallmanagement. Es wird um Recycling gehen, um Recyclingwerkstätten. Urban Gardening wird eine ganz wichtige Geschichte sein, also auch ein Projekt, was wir ja hier in Dresden verfolgen. Und es wird um die Verbesserung der Berufsschulausbildung gehen. Wir werden uns dort auch eben einige Schulen anschauen. Und es wird auch kulturellen Austausch geben. Wir werden mit Musik dort zu tun haben. Und wir werden eben auch viele Begegnungen mit Menschen aus der Kulturszene haben. Das sind nun Projekte und wir werden Ihnen danach, denke ich, auch gerne darüber berichten und auch über die Sinnhaftigkeit dieser Projekte. Solche Projekte aber kosten Geld. Und wenn wir die Zusammenarbeit ernst nehmen wollen, dann müssen wir als eine vergleichsweise reiche Stadt auch bereit sein, einen Beitrag dazu zu leisten. Und dem dient diese Vorlage. Und ich empfehle Ihnen sehr die Begründung zur Vorlage. Die ist also sehr politisch und auch sehr ausführlich und, denke ich, sehr lesenswert. Damit das Geld nun sinnvoll verwendet wird, wird es eben auch eine Förderrichtlinie geben, die eben diese Mittelverwendung genau unter die Lupe nimmt. Und wesentliche Inhalte dieser Förderrichtlinie sind, dass es eben um nachhaltige Entwicklung geht, also dass wirklich das Geld auch langfristig wirkt und dass eben auf Hilfe zur Selbsthilfe gesetzt wird. Und wenn wir so ein bisschen an die Projekte denken, die ich gerade so skizziert habe, dann denke ich, ist wirklich deutlich, dass dies alles Projekte sind, die den Menschen in dieser Stadt unmittelbar zugutekommen werden. Und von daher denke ich, ist das wirklich dann gut verwendetes Geld, wenn das eben auch entsprechend geprüft wird. Und von daher wird meine Fraktion gern dieser Vorlage zustimmen. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? AfD das Wort gewünscht. Herr Pingert. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Ich werde mal versuchen, ein bisschen mehr Hochdeutsch zu reden, da ja einige der Meinung sind, die verstehen sächsischen Dialekt nicht so. Vielleicht, weil er nicht gerade aus dem sächsischen Flachland kommt, sondern eher Richtung Gebirge. Falls er mal hier weiter hochfährt, dort reden die so, ja. Es soll in dem Antrag die Städtepartnerschaft zwischen Brazzaville und Dresden um eine Förderung kommunaler Entwicklungszusammenarbeit ergänzt werden. Dies klingt grundsätzlich positiv, ist jedoch in der Ausgestaltung nicht gelungen und keine Aufgabe der Stadt. Entwicklungshilfe, wie im Antrag beschrieben, ist Sache des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und nicht Sache der Gemeinde. Die Finanzmittel der Gemeinde sind sinnvoll für die Einwohner einzusetzen, was hier definitiv nicht mehr gegeben ist. Des Weiteren ist die Sinnhaftigkeit der Projektbeispiele zu überprüfen.
Die angesprochene Zusammenarbeit der TU Dresden mit Partnern in Brazzaville ist Aufgabe der TU und nicht der Stadtverwaltung. In Bezug auf das Beispiel Bildungsförderung kann hier nur darauf hingewiesen werden, dass in der Republik Kongo allgemeine 10-jährige Schulpflicht besteht und der Schulbesuch kostenlos ist. Demzufolge ist dieser Förderpunkt obsolet. Aufgrund der Ausgestaltung des Antrags sollen hier wieder bestimmte Vereinigungen mit Steuergeld begünstigt werden und der Oberbürgermeister mehr Argumente für Reisen an die Hand bekommen. Hier noch einige allgemeine Hinweise zur Republik Kongo. Die Republik Kongo belegt im Demokratieindex Platz 143 von 167 und im Korruptionsindex Platz 161 von 180. Die Republik Kongo wird als nicht frei bezeichnet und gilt als autoritär regierter Staat. Das Bevölkerungswachstum liegt bei 30% im Zeitraum von 10 Jahren. 2007 betrug die Bevölkerung 3,8 Millionen. 2017 schon 4,95 Millionen. Die UN hat errechnet, dass 2050 11 Millionen Einwohner in der Republik Kongo wohnen. Ein Bevölkerungswachstum. Ja, wenn die CDU die Leute einlädt, kommen die zu uns, na sicher. Ein Bevölkerungswachstum dieser Größenordnung führt regelmäßig in den wirtschaftlichen Kollaps. Was schließen wir daraus? Ja, das ist für Rot-Grün wieder der weiße Elefant im Raum, den man nicht sehen will. Die Lösung ist auch hier eine logische Konsequenz aus den Daten, und zwar, dass die Geburtenrate über Aufklärung und Verhütung abgeschwächt werden muss. Jedoch dies wird wieder einmal ausgeklammert. Demzufolge können und dürfen wir diesen Antrag nicht zustimmen. Geld, Steuergeld ist vom Bürger erwirtschaftet und soll auch diesem wieder zugutekommen. Sie sind ekelhaft. Dankeschön. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. SPD, Herr Kanewski. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Pinkert, vielleicht sollten Sie die Vorlage eher lesen, als aus Wikipedia zu zitieren. Ich fand das gerade eben unerträglich und dieser Unterton, der hier immer durchkommt, man gibt kein Geld für die Stadt aus, man gibt Geld für irgendwelche Dinge aus, die man nicht möchte, die den Deutschen nicht zugutekommen. Sie haben sich einmal mehr hier gerade eben entlarvt. Ich weiß immer nicht so richtig, was diese Redebeiträge bringen sollen. Ich freue mich, dass ich ein bisschen was verstanden habe. Besser ist es inhaltlich trotzdem nicht geworden. Ich möchte dem Oberbürgermeister ganz herzlich für die Vorlage danken, denn ich glaube, sie ist wichtig. Wir haben in diesem Rat so häufig die letzten Jahre in unterschiedlichsten Zusammenhängen darüber diskutiert, wie wir Städtepartnerschaften mit Leben füllen können. Denn es bringt ja überhaupt nichts, wenn wir eine Städtepartnerschaft haben oder eben mehrere, dann kommt man im Ortseingangsschild daran vorbei, liest, welche schönen Städte es gibt, mit denen wir irgendwie in Austausch stehen, und dann ist das ganze Thema wieder vorbei. Hier gerade am Beispiel Brazzaville nehme ich seitens der Stadtverwaltung und auch seitens des Rates, wir haben ja darüber auch schon länger diskutiert, eine große Bereitschaft wahr, unsere Verantwortung, was Entwicklungszusammenarbeit angeht, mit Leben zu füllen. Und ich freue mich darauf, jetzt gleich zuzustimmen, weil es ein schöner Beitrag ist, Dresden eben nicht nur im eigenen Dünkel zu denken, sondern international und auch mal was zu machen, was über die Stadtgrenzen hinaus an guter Wirkung oder gute Wirkung zeigen kann. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Maloney. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir wollten zu dem Punkt eigentlich gar nicht vorgehen, weil es für uns eine Selbstverständlichkeit wäre, diesem Antrag zuzustimmen. Es ist nach der Ansage, die Herr Pingelt jetzt gerade gemacht hat, vielleicht muss man das ein oder andere nochmal hier klarstellen. Punkt 1, Dresden, Sachsen, Deutschland ist ein Land, das Internationalität braucht, wo Internationalität dazugehört, gerade da wir auch ein Exportland sind. Und da geht es einerseits auch darum, wirtschaftliche Potenziale auszuloten, auch mit Entwicklungs- und Schwellenländern. Punkt 1. Punkt 2. Sie haben Demokratiedefizite angesprochen im Kongo. Sie haben gewisse Dinge dort gesagt, die sein mögen, wie sie sind, auch wenn Sie den Antrag mal genau lesen. Hier steht es auch, steht zum Beispiel auch drin, Projekte stehen unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe, wenn es um die Vermittlung von Fachwissen, Erfahrungsaustausch und Begegnung auf Augenhöhe geht.
Und einen ganz großen Exportschlager, den wir hier eigentlich haben, ist das Verständnis für Demokratie. Und wenn sich Kulturen miteinander begegnen, kann natürlich die eine Kultur auch mal von der anderen lernen. Und ich denke, es ist eine wichtige Intention. Ich finde es absolut fantastisch, dass die Stadt Dresden nicht nur Partnerstädte in Deutschland und Europa hat, sondern eben auch weiter weg. Und ich hätte nur eine kleine Bitte an diese Seite des Ratssaals. Und das ist die, wenn zukünftig wieder irgendwelche Zeitungsartikel erscheinen oder Anfragen erscheinen, wo man sich wieder ganz toll aufführen kann und sagen kann, oh, der Oberbürgermeister, der reist zu viel. Ja, der reist viel und das ist auch wichtig, denn er pflegt nämlich die Kommunikation zu diesen Städten, mit denen wir Partnerschaften haben. Und ich finde, dieses Engagement verdient die absolute Unterstützung, genauso wie dieser Antrag. Vielen Dank. Als nächstes Freie Wähler, Herr Hannig. Verzichtet. So, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Ich sehe noch Herr Dr. Deppe. Herr Pinkert, darf ich Sie fragen, warum nach allem, was Sie uns da eben erzählt haben, Ihr Fraktionskollege, der Herr Wiedemann, auf diese Reise mitgeht? Herr Pinkert möchte antworten und dann habe ich noch Frau Wagner. Also grundsätzlich ist das auf Einladung des Bürgermeisters entstanden. Wir wollen natürlich Brazzaville kennenlernen, wir wollen den Kongo kennenlernen, wir wollen die... Zuhören! Wir wollen die Sache eruieren, wie Sie das so schön nennen. Ja. Der Punkt ist der, Sie haben nicht zugehört. Ich habe gesagt, der Antrag... Ja, hätten Sie zugehört, habe ich gesagt. Der Antrag ist in der Ausgestaltung nicht gelungen. Ich habe nicht gesagt, dass wir keine Städtepartnerschaft pflegen sollen. Wir sollen Städtepartnerschaft pflegen, das ist richtig. Das sollen wir mit allen möglichen Städten machen. Eigentlich sollten wir noch mehrere haben. Zum Beispiel ist Lateinamerika zum Beispiel noch gar nicht vertreten oder Nordamerika. Ja? Aber die Ausgestaltung des Antrags ist nicht gelungen. Darum geht es uns. Danke. So, als nächstes Frau Wagner. Ich muss jetzt mal ganz kurz Pause machen, weil ich, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Herzen ans Mikro gehen würde, würden Sie es, glaube ich, schlagen hören. Cooler Witz. Ich bin jetzt aber nie hier vorgegangen, um Witze zu hören oder Witze zu erzählen. Ich war nämlich im Januar letzten Jahres mit im Kongo. Und lieber Herr Pinkert, Sie haben eine schöne ZDF-Recherche gemacht, vermutlich auf Wikipedia, vielleicht haben Sie es auch aufschreiben lassen, über die Republik Kongo, über die Demokratische Republik Kongo, über was auch immer. Und Sie reden von 10 Jahre Schulbildung und was auch immer Sie alles Schönes recherchiert haben. Aber wissen Sie was? Stellen Sie sich einmal in eine sogenannte Schule, wo 2.500 kleine afrikanische Kinder sie frenetisch begrüßen, weil sie denken, sie sind die Heilsbringer. Und wo sie genau wissen, unseren Kindern hier, selbst denen es sehr, sehr schlecht geht, geht es sehr, sehr gut. Und den Kindern fehlt Bildung und denen fehlt vor allen Dingen Bildung, weil sie nicht mal einen Tisch haben, wo sie sich hinsetzen können, geschweige denn einen Stuhl oder Toiletten. Oder sanitär. Stellen Sie sich einmal dort rein und dann überlegen Sie mal, ob Sie das nochmal so sagen könnten, wie Sie es eben gesagt haben. Wir sind dort rein und nicht wenigen sind die Tränen gekommen. Ich bin noch nie auf einer Reise vom OB mit gewesen. Ich habe auch Artikel gelesen, was der Herr Hilbert im Ausland macht. Ich bin davon ausgegangen, dass das die Aufgabe eines Oberbürgermeisters ist, aber das war meine erste und bisher einzige Gelegenheit mitzubekommen, wie Herr Hilbert dort auftritt und wie ernst er die Sache auch nimmt. Ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er die Ankündigung,
dass man diese Städtepartnerschaft mit neuem Leben füllt. Nino dort gesagt hat und Nino gesagt hat, als die dann das erste Mal wieder hier waren, die Kongolesen, sondern dass das sehr ernst genommen hat und mit sehr, sehr großer Sorgfalt, es kommt jetzt ein Jahr später, so eine Vorlage erarbeitet hat. Wir werden nie die Welt retten von Dresden aus. Das ist auch nie unsere Aufgabe. Aber wir können im Rahmen unserer Städtepartnerschaft einiges bewegen und an einem kleinen Fleckchen Erde für vielleicht 10, 20 Kinder oder wen auch immer die kleine Welt dort unten ein kleines bisschen besser machen mit unserem Wissen, mit unserer Bildung, mit unserer Kultur, mit unserem Know-how, was uns die Zivilisation gebracht hat und was wir uns auch selber erarbeitet haben. Und ich bin wirklich dafür, dass wir das machen. Weil wir damit wirklich was bewegen können und bewirken können. Und im Übrigen nicht nur dort unten, sondern auch dadurch, dass die Kongolesen aus Brazzaville als Freunde ab und zu mal herkommen im Rahmen von Schülerpartnerschaften, im Rahmen dessen, dass sie sich an der TU, an der Forstwirtschaftlichen Fakultät erkundigen, wie man so manches machen kann, wie man nämlich Bepflanzung vornimmt und nie die Hinterhöfe betoniert, sondern mit Bepflanzung dafür sorgt, wenn es mal ordentlich regnet, dass nie alles, wegschwimmt und wegschlemmt, sondern dass Bepflanzung wirklich was bewirken kann. Müllthema, ich kann gar nicht so richtig strukturiert reden. Es ärgert mich einfach wahnsinnig, wenn man über Sachen redet, wo man weder eine emotionale Bindung haben kann, weil man dort nie stand und einfach nur anderes Fremdes verurteilt. Und über eine ZDF-Recherche, Zahlen, Daten, Fakten nenne ich das, auf Wikipedia hier irgendwelche Sachen in den Raum stellt. Ja, also eigentlich darf man gar nicht dazu sagen, aber ich muss Ihnen sagen, mein Herzschlag ist dann so hochgegangen, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie was sagen. Und ich finde, wir können hier mit relativ wenig Geld in unseren Maßstäben relativ viel bewirken. Und ich bin gespannt, was in einem Jahr passiert ist und was in 2 Jahren passiert ist. Und wenn wir weiter diese Städtepartnerschaft pflegen, was vielleicht in 5 Jahren an interkulturellem Austausch und Wissensaustausch durch das, was wir heute hier beschließen, verändern können. Ein kleines bisschen an einem kleinen Stückchen Fleckchen Erde. Dankeschön. Ich bin Frau Wagner sehr dankbar, dass Sie noch mal auch ein Stückchen die Emotion hineingebracht. Ich verspreche Ihnen, alle, die mit sind, und ich verspreche Ihnen, dass möglichst viele davon Gelegenheit bekommen, mal dahin zu reisen, das wird Sie verändern. Und ich hoffe, dass wir für unsere Bürgergesellschaft möglichst viele Begegnungsangebote realisieren können. Denn das eines hat uns fasziniert, das ist das Thema Lebensfreude der Menschen, obwohl sie eigentlich nichts haben. Ganz im Gegenteil zu dem, wie es uns geht. Und häufig sprechen wir davon, dass es darum geht, Fluchtursachen zu beseitigen. Wir wollen einen kleinen Beitrag dafür leisten, dass die Welt für die Menschen in unserer Partnerstadt lebenswerter wird, dass sie Perspektive haben. Und wir haben dazu auch Verbündete. Und auch das hat uns fasziniert, dass wir einen Verein vorgefunden haben, die sich selber gegründet haben, zusammengetan haben, auch bei der Regierung anerkannt sind. Ein Verein von ehemaligen Studenten in der DDR. Und das sind über 100, die unsere Kultur kennen, die auch ein Stückchen wissen, was wichtig ist, um auch voranzukommen. Und seien Sie gespannt auf diese Begegnungen. Ich würde mich, wie gesagt, jetzt freuen, wenn wir zur Abstimmung schreiten, wenn Sie diesen Weg auch mit unterstützen. Und deswegen stelle ich jetzt den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.
54 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen. Damit wäre das so beschlossen.